Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetterspezial, ja, zum Tief Alfred und der Hochwasserlage, die besonders um den Harz herrscht. Ja, was ist da genau passiert mit dem Tief Alfred? Zunächst aber mal kurz die Information, dass die Regenfälle am heutigen Mittwoch immer weiter nachlassen im Bereich südliches Niedersachsen und Harz. Es wird noch ein bisschen hinterher stauen im Harz, aber so im Laufe des Nachmittags und Abends ziehen die Regenfälle dann ab und werden vor allem immer schwächer. Also aus dieser Sicht ist da Entspannung angesagt, aber das Wasser muss natürlich erstmal jetzt aus dem Harz raus. Das heißt, an den Bächen und Flüssen, da wird sich das Ganze so schnell nicht entspannen. Das wird dort eben noch etwas länger dauern, bestimmt bis in den Donnerstag hinein, bis eben da dann auch die Wasserstände relativ verbreitet sinken. Wir wollen uns anschauen, was ist passiert mit dem Tief, wie ist das gezogen. Das Tiefdruckgebiet Alfred ist gekommen von den Niederlanden über die Landesmitte und das Problem war dann, dass es nicht schnell weitergezogen ist Richtung Tschechien, sondern im Bereich Thüringen, östliches Thüringen, dort längere Zeit verweilt hat am Dienstag und deswegen die Regengebiete immer über die gleiche Region hinweggezogen sind. Wir gucken uns ein Radarbild an und das ist hier vom Dienstagmorgen. Da sehen wir diese intensiven Regengebiete, die vor allem über dem südlichen Niedersachsen und dem Harz auch liegen und weiter nach Süden gezogen sind. Und das hat eben schon dazu geführt, dass es schon Hochwasser gab, dass es schon eine relativ angespannte Hochwassersituation gab. Und dann kam eben, wir schauen uns ein weiteres Radarbild an, in der Nacht zum Mittwoch nochmal ein Regengebiet, was sozusagen das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat und zu dieser wirklich intensiven Hochwassersituation, die wir momentan hier am Mittwoch haben, dann geführt hat. Ja, was ist da genau runtergekommen? Wir schauen uns auch mal die Regenmengen an und das ist wirklich beachtlich, was dort teilweise in 24 und 48 Stunden runtergekommen ist. Die Regensummenkarte hier zeigt die Summen der letzten 48 Stunden bis etwa jetzt zum Mittwochvormittag und da sehen wir den Schwerpunkt eben rund um den Harz, aber auch teilweise im südlichen Niedersachsen bis nach Hessen und Thüringen, aber auch so östliches NRW, Sachsen-Anhalt und hoch bis in den Nordosten etwa. So ein Bogen um dieses Tief herum. Wir zoomen dann auch mal rein, was eben runtergekommen ist hier im südlichen Niedersachsen rund um den Harz. Und da war der Brocken Spitzenreiter mit bis zu 238 Liter Regen pro Quadratmeter in 48 Stunden in zwei Tagen. Das entspricht in etwa fast schon sogar der halben Jahresmenge von Berlin. Aber auch sonst lag der Schwerpunkt, wir sehen es gut, von Hildesheim bis runter, vor allem so nach Göttingen und natürlich dann in den gesamten Harz. Vor allem hier eben im Nord- und Nordoststau des Harzes ist da der meiste Regen runtergekommen mit vielerorts 130 bis 150 Liter pro Quadratmeter und stellenweise eben dann auch über 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Kurz noch, ist das Ganze normal? Wir hören in diesen Tagen immer wieder Dauerregen im Sommer, das kann doch alles gar nicht sein. Hochwasserlage, ist das Wetter kaputt? Es kommt immer wieder vor. Einige werden sich vielleicht erinnern, gerade in den Sommermonaten, wenn solche intensiven Tiefdruckgebiete aktiv sind, kommt es eben da, weil eben auch mehr Feuchtigkeit, mehr Warmluft im Spiel ist, kommt es zu diesen intensiven Regenfällen und eben dann auch zu Hochwasser, das Elbe-Hochwasser oder Hochwasser. Es gibt genug in den vergangenen Jahren. Es gab auch 2007, war es glaube ich, in Nordrhein-Westfalen Rekordhochwasser an der Ruhr. Alles eben ausgelöst durch so langsam ziehende intensive Tiefdruckgebiete. Wir gucken uns mal eine Karte an aus dem Jahre 2002 im Juli. Da war sogar ähnlich die Region betroffen, auch um den Harz. Da sind im Harz in 24 Stunden über 150 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Da gab es auch intensives Hochwasser. Also es kommt immer mal wieder vor in den Sommermonaten, dass eben solche heftigen Regengebiete und Hochwasserlagen sich einstellen. Das war's dann mit einem kurzen Rückblick auch und dann sage ich bis zum nächsten Video und ciao.